Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Test von Max Payne 2. Wie ihr schon wahrscheinlich von anderen Let's Playern gehört habt, ist Max Payne ein Spiel im Noir-Stil. Das heißt, keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall ist es ein Spiel im Noir-Stil. Und jetzt fange ich an, meinen ersten Test zu machen. Ich schaue mir hier erstmal die ganzen Default-Configuration an, was es auch immer heißen mag. Nehme mir natürlich den leichtesten Schwierigkeitsgrad, um euch zu beeindrucken. Und fahr fort. The men are now. Wahrscheinlich blitzt es und donnert es hier, aber ich höre es nicht. Dort. Der sagt es wahrscheinlich schon selbst. Aber da ich keinen Bock auf diese verdammte Scheiße hier habe, werde ich es jetzt stoppen. Da könnt ihr euch das mal kurz durchlesen, wenn ihr wollt. Ansonsten switche ich vor, um das Spiel weiter zu spielen. Hallo, ihr alle Hoes. Und es geht weiter. Ja, sehen wir schon mal was. Und mir wird langweilig. Und ich mache meine Kopfhörer erstmal dran. Das ist Max Payne. Die Person, die wir aus dem ersten Spiel kennen. Der Hauptprotagonist und Hauptspielfigur. So, nach dem langweiligen Scheißalter können wir endlich mal anfangen. Yeah! Ich schaue mich um. Und weiter geht's. Na. Man sollte immer die Schränke und alles durchforsten, um zu schauen, ob es hier irgendwelche Sachen gibt. Am Anfang gibt es hier, glaube ich, noch nichts. Natürlich demoliere ich erst hier schon mal die ganze Inneneinrichtung. Yeah, bitches, ihr habt keine Chance. Mache ich alle kalte, was ist das, ey? What the fuck, Alter? Oh, mon ami. Mon amour. Es geht weiter. Warum höre ich hier keinen fucking Game-Sound, Alter? Options, Audio, Back, Audio, Volume. Ah, da ist diese Depri-Musik. Yeah, das ist doch was. Und weiter geht's, Back. Resume Game. Na, hast du wieder eingefangen, Kleiner? Fuck, Alter. Natürlich sieht man hier jetzt ab und zu ein paar Flashbacks. Schauen wir mal, welche Pixel dort sind. Da oben regnet es. Oh, ich liebe den Regen, ey. Geht's euch auch so? Wahrscheinlich nicht, aber scheiß drauf. Irgendwas? Nö, ist nichts. Da ist auch nichts. Ist auch nichts. Ist auch nichts. Manche Abschnitte gibt es in diesem Spiel, die sind echt sowas von langweilig. Irgendwas gesagt. Keine Ahnung. Gehen wir weiter. Bam, bam, bam. Bam. Fuck. Und schauen wir uns den an. Yeah, zum Glück hat der Penner eine Knarre und die holen wir uns mal. Und schon geht's weiter. Freeze, NYPD. Freeze, motherfucker. Freeze. Bam. Headshot. Yeah. The balls of steel. Gonna wreck out your neck and shit down your throat. Got balls of steel. Vielleicht, wenn ihr den kennt. Nuke Dukem. Oder so. Alter, der muss ja voll auf Drogen sein. Sie ist eine von denen. Sie ist eine von den Mördern. Payne? Winterson? Fuck. Alter Mann, der muss so fucking breit sein, ey. Yeah. Und weiter geht's. Bam, bam, bam. Es regnet immer noch. War ich schon mal hier? Oh Mann, Alter, ich hab so eine schlechte räumliche Vorstellung. The Black Man, bla bla bla. Ah, okay. Und hier muss man runter jetzt. Männlich. Ich spuck mal hier in mein Zimmer rein.
Scheiße, das ist gar nicht mal so schlecht, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier sieht man mal wieder so, keine Ahnung, das ist ein Flashback. Nee. Jim Bravura. Du gehst nirgendwo hin. Was ist da passiert? Was hast du getan? Dominic. Hast du es getan? Hast du sie umgedacht? Nein. Ich kann es nicht. What the fuck? Alter, die Typen, den Chief Detective, oder wie der heißt. Ja, da bekommt der Alter schon voll Schiss. Nice. Echt maskulin. Was sind das für Motherfucker? Nein! Alter, du hättest schon so oft sterben sollen, Max Payne. Das ist... Doppelballers. Die nehmen wir uns mal gleich. Na, der erzählt irgendwas mit Löchern und so. Ich habe keine Ahnung, was er meint, aber scheiß drauf. Ich liebe ein... Oh mein Gott, nein, ein Bug! Oh Mann. Nein! Warum bin ich in dem fucking Bug gefangen? Alter, sowas passiert doch immer nur mir, ey. In meinem allerersten Let's Play. Scheiße, ey. New Game, Detective. Ich hatte keinen Bock auf den Scheiß. Und jetzt habe ich wieder von vorn angefangen. Jetzt geht's weiter. Ja, genau. Das habt ihr schon alles gesehen. Tut mir leid, Jungs, aber... Ich habe keinen Bock von vorn anzufangen. Deswegen geht's hier weiter. So. Ich verliere schon den Zeitraumgefühl, aber mir ist es scheißegal. Es geht hier weiter. Din, din, din. Din, din, din. Scheiß bekiffter Wichser hier. Weiter geht es. Ja, ja, bla bla bla, Pain, Pain. No pain, no gain. Boom, boom. Ah, scheiße. Yeah. Headshots. Ja, Alter, da liegt mal das ganze Mobiliar da drin. Aber ist ja scheißegal. Und weiter geht's. Ich liebe Max Payne. Dieses Noir-Style, Alter, ist sowas von geil, aber schon ziemlich schade. Max Payne, Alter, das liegt schon im Namen. Maximum Schmerz. Maximum Schmerz. Naja, weiter geht's. Depri. Springen wir mal das. Ich habe keinen Bock drauf, Jungs. Sorry. Wie gesagt, der scheiß Bug eben. Aber naja, gleich geht's weiter. Boom, 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 verdammt. Naja, wir finden wieder schon was bei der KI, die diese dummen Gegner haben, also wird es hier kein Problem. Die arme Winterson. Wenn ihr das alles lesen wollt, Jungs, dann könntet ihr das pulsieren. Also ich kann es auch, wenn ihr wollt, für euch schnell vorlesen. Auf jeden Fall ist es in Englisch geschrieben, weil ich keinen Bock hatte, die zensierte Version zu spielen. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past. The point of no return. The fatal choice already made me. And it will get worse before the end. The past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together, you cut yourself. Your image keeps shifting and you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. You inside, drop your weapons and come out with your hands above your head. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
You'll see the choices you didn't know you made, like staying at work late to chat with a friend instead of hurrying home to your family. Fan out people, circle around over all the exits, kissing her. I think of the cold laws of cause and effect. Where are those extra units? Call the central! We need every available unit here, now! I'm afraid, but I start again from the beginning, trace my own steps to the scene of the crime. Und weiter geht's. Darkness inside. Das ist schon mal nice an, oder? Noch mehr Sachen. Naja. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, pausiert das Video und lest es euch durch. Ansonsten ist es mir egal. Und ich spiele weiter. Weil ich es liebe zu zocken. Und weiter geht's. Und weiter geht's, Jungs. Schauen wir uns hier mal um. Na, 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 na. Hier brauchen wir mal ein bisschen Action. Dan, 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 dan. Und weiter geht's. Yeah. Echt geiles Bullet-Time. Wusste ich eigentlich, dass mit Max Payne zum allerersten Mal die Bullet-Time verwendet wurde, also spieletechnisch gesehen. Schon ein sehr interessanter Detail. Und weiter geht's. Zerstören. Oh mein Gott, was könnte es sein? Natürlich! Der Fernseher! Yeah, schauen wir uns mal das an. Montieren. Ja. No! Shit, bevor noch ein... Wow. Bevor noch ein Bug passiert... Scheiß drauf. Zu viel Fernsehen ist ungesund, Kinder. Und weiter geht's. Ho, ho, ho. Max, bleib mal ruhig, das ist doch nur irgendein, keine Ahnung, irgendeine Reinigungskraft. Lass dich nicht verarschen, Mann. Der ist ja voll paranoid, oder? Kann es sein, Leute? Naja, scheiß drauf. Und weiter geht's. Bla, bla, bla. Genau. Zack, zack. Wir haben ihn gekillt, ohne Gnade. Er wollte uns in eine Falle fallen. In eine Falle locken. Bam, 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 bam. Zack. Und der ist tot. Hier gibt es nichts mehr, oder? Kann man irgendwas machen? Ja. Weiter geht's. Bam, bam, bam. Bei diesem Spiel haben sich die Macher in manchen echt kein Mühe gegeben. Also sie haben immer und immer wieder dieselben Szenen benutzt und so. Und das war schon, ich weiß nicht. Mir kam es so vor, als ob die irgendwie keinen Bock hatten, hier neue Levels zu erstellen oder so. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ein Riesenfan von Max Payne, sonst würde ich es nicht spielen. Und deswegen geht es jetzt weiter. Ja, kalt hier. Ihr Leute. Fuck you. Ich hab die Bullet Time und ihr seid nicht sehr Bitches. Shalom. Und weiter geht's. Du, du, du. Yeah, schaut mal an, Alter, wie hoch der springen kann. Ey. So ein Springen aus Gefahr. Boom. Ja, das war doch klar. Ich hätte auch nichts anderes gemacht.